Moin Moin und willkommen zurück zu Luigi Galaxy. Und nun haben wir die nächste Aufgabe. Rosalina, das machst du toll. Hier haben wir leider keine Kometen und hier auch nicht. Aber ich denke mal, wir hatten eh alle Kometen. Nun geht's in die nächste Level. Hier ist die Bibliothek. Mamas Bibliothek ist hier. Ja, hab ich gerade gesagt. Aber da gehe ich nie rein. Ich lese das nicht alles vor. Es geht um eine Geschichte. Und könnt euch liebend gerne woanders hören. Oder ich weiß gar nicht, ob es irgendwie. Ich kann sie auch mal durch. Also ich kann sie zeigen, klar, aber. So, ich würde sagen, heute, in diesem heutigen Teil, werden wir beide Galaxien hier mal gemeistern. Und die 20er machen wir dann nur noch. So, dann geht's mal los mit dieser hier, Testblase. Da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Von der großen Blase geschüttelt. Ja, Toads Raumschiff. Der Toads-Zutrupp war hier. Aber keine Sorge, die müssen wir nicht retten. Bestimmt habe ich auch was zu erzählen. Unser Pilzschiff musste hier notlanden. Ja, und? So was zu erzählen, Schlaumeier? Das ist ein Giftsumpf. Wenn du hineinfällst, bist du geliefert. Pass auf den Giftsumpf auf! Der Wind weht stark. Wenn man sich von ihm tragen lässt, ist das bestimmt ein tolles Gefühl. Ja, Toady Boy. Ja. So, das heißt also, wir dürfen nicht in diesen Sumpf rein. Was habt ihr beiden zu sehen? Bäh, bäh, bäh. Bäh, bäh, Blase. Hey, wenn du die große Blase reiten willst, dann hör besser zu, was Schildbürger dir zu sagen hat. Wenn du in der großen Blase bist, drücke A. Damit bläst du Luft aus dem Sternzeiger. Mit dieser Luft kannst du die große Blase von der Stelle bewegen. Du musst vorsichtig steuern, aber es wird schon schief gehen. Danke, Schildbürger. So. So nämlich. Wir sind jetzt Blasen-Luigi. Das war kein Lachen, das war ein Showlachen. Kann immer nicht Showlachen, oder? Kein Showlachen, weiß ich nicht. Wir müssen wieder Splitter holen. Das ist eigentlich wieder immer das Gleiche. Wir können aber vom Wind getragen werden. Zumindest ein bisschen. Die Blase platzt auch nicht allzu schnell, außer wir rasen gegen Gegner. Oder wir sind bei Quetschungen zweiten Grades. Dann auch. Aber selbst die Ventis hier, die sind so ventihaft, dass sie schon zu viel Ventis sind. Wow. So, ich gehe mal unten lang. Man hat hier mehrere Möglichkeiten. Zip. Und dann der letzte. Fünf. Jetzt wieder dorthin. Obwohl, wieder ist eine andere Frage. Ich mag hier nicht so gerne lang. Wow, 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 wow. Hat trotzdem geschafft. Wow. So, und dann. Weiter geht's. So, wir hören den Stern oder wir hören ihn nicht. Das ist, das alleine entscheidet das Licht. Ganz, ganz, ganz mystische Musik. Ja, diese Parcours besteht eigentlich nur so aus Gift, also
Mal hier rum. Hier. Wow. Rein. Wir können auch da irgendwas machen, aber ehrlich gesagt, das bewirkt hauptsächlich Münzen. Wir brauchen keine Münzen. Ja, trotzdem sammelst du sie ein. Ist klar, ist klar, ist klar. So, wir können abkürzen. Machen wir nicht. Wir haben Zeit. Ihr habt Zeit. Naja, okay, ihr habt ja auch hier das Video angeklickt. Dann müsst ihr ja Zeit haben. Zumindest ein bisschen. So. Dann gibt's noch eine Sache, die eigentlich jetzt Schildhilfe hätte sagen müssen, wenn die ihn vorbeifliegen, aber nun gut. Wir können jetzt mit einer Arschbombe, nämlich mit Z, den Schalter aktivieren, zack, hier rein und kleiner Geheimweg. Es geht auch nur um Münzen, ja, ich hab doch eben noch gesagt, dass Münzen sind unnötig, aber weil ich es kann, weil ich es beweisen wollte, geht's hier lang. Normalerweise hätte man hier auch ganz gemütlich hier weiterfahren können, deswegen, okay. Ja, normalerweise hätte man hier einfach weiterfahren können, hier nach unten, und dann wäre es auch, wenn man auch weitergekommen. So, gegen diese Dorn, ne, darf man nicht kommen, ist logisch. Weil sonst passiert das. Ja. Gut. Kommen wir hierhin wieder. Wir kürzen jetzt mal ab. So. Da ist die Münze. So, gehen wir mal hier lang. Ja, ich glaube, da lang wäre richtig gewesen. Und dafür wieder ein Fail ein. Nein, 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 nein. Wieder ein Fail eingesammelt. Gibt ja ein Special dann am Schluss. Aber hier ist der Stern. Der Stern. Gewonnen. Damit haben wir auch Testblase erledigt. Obwohl Kumpelblase war auch nicht dabei, ne? Kumpelblase. Unglaublich. Von der großen Blase geschüttelt, gemeistert. 34. Stern, Galaxie komplett. Und dann ziehen wir weiter. Dilling. Und zwar zum nächsten. Das ist Schwimmland Galaxie. Hier gibt es angeblich nur einen Stern, aber nein, gibt es nicht. Es ist eine der einzigen Galaxien, die diesen Stern besitzen, den die da haben. Die Aufgabe heißt Marinenfestung. Aber dort gehen wir nun nicht hin. Nein. Das ist nicht unsere Grundaufgabe, die wir als erstes erledigen, sondern als erstes erledigen wir eine andere Aufgabe. Und dafür brauchen wir die noch nicht ansprechen. Die Aufgabe ist eigentlich, zack, nach unten. So. Torpedo, da ist er. Hier hinten zu loten. So, in diese Röhre. Damit wir in diese Röhre kommen, das entwickelt sich ein kleiner Strudel. Und dann landen wir hier oben. Falls der eine oder andere sieht, eine völlig andere Galaxie. Hier sind Kugelbillis. Können wir mitnehmen, den einen. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
müssen die hier hinschicken. Bis hierher. Ja, Pritzel, 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 Pritzel. Wow, wow, Kugel, komm. Kugel will ich, jawohl, da ist der Stern. Auch wenn er es wieder gepritzelt hat. Ich glaube, Luigi ist ein Abschluss halber Käse. Weil das ist ein grüner Stern. Grüner Stern gefunden. Ja, es sind völlig andere Aufgaben. Und wir landen auch nicht da, wo wir sonst landen. Weil jetzt ist eine Erklärung dazu. Diesen grünen, schönen grünen Stern. Fundsuche aus der Marinenfestung gemeistert. Ja, da berichtet Rosalina bestimmt drüber. Sieht so aus, als hättest du einen grünen Powerstern erhalten. Grüne Powersterne haben besondere Fähigkeiten. Wenn du mehr wissen willst, frag den grünen Luma. Er ist die Persifikation eines grünen Powersternes. Okay, des grünen wäre schöner gewesen. Dann fragen wir ihn mal kurz. Wird das heute wieder ein bisschen länger, aber was soll's, was soll's, was soll's. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich bin ein Wächter der Challenge-Galaxien. Um das Tor zu den Prüfungen wieder zu erwecken, wirst du die Kraft von zwei weiteren Wächtern benötigen. Tja, das heißt, in zwei weiteren Welten gibt es nochmal einen grünen Stern, einen besonderen grünen Stern. Die sind besonders, weil sie grün sind. Weil sie so schön grün sind. Jawohl, da. Ja. So, hier erscheinen immer mehr. Weil wir auch immer mehr hier normale Sterne retten, Powersterne. Weil wir wieder immer mehr grüne Powersterne retten, können wir auch immer mehr Sterne. So, jetzt also dementsprechend die Aufgabe, die wir eigentlich hätten machen müssen, blablabla. Nämlich hier, schwimmen durch Galaxie. Hatte ja gesagt, heute werden die beiden fertig gemacht. Also sie werden fertig gemacht. Wir haben die Marienfestung und wir haben Fundsachen aus der Marienfestung. Wir machen trotzdem die erste Aufgabe. Normalerweise in meinem privaten Spielstand nutze ich jetzt eigentlich dann die andere Aufgabe. Einfach nur, damit ich mal sehen kann, wie das denn aussieht. Aber das ist nicht mein privater Stand. Es sieht völlig anders aus. So, dann können wir jetzt mal mit euch sprechen. Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben hier Wache. Willkommen in Schwimmland! Hast du das gewusst? Wenn du das Sinkblei im Wasser zerstörst, steigt der mittlere Turm in die Höhe. Gut. Dafür brauchen wir auch den Herrn Willi, den Herrn Kugel. Achso, wurde er mal genannt. Aber von jemand anders, von jemand bekannt. Ja, der Herr Kugel. So selten doch. Sehr schön, das Bleigewicht und damit steigt die Festung hoch. So, jetzt können wir noch ein bisschen die Blue Park besuchen. Können es auch sein lassen. Haben wir noch hier irgendwas? Nö. Dann gehe ich hoch. Ich will hoch. Blue Park. Ja, hier sind noch Sternteile. Sternteile. Da verfolgt mich jemand. So. Das wollte ich auch mal wissen. Ich habe ja schon mal erwähnt, dass dieses Let's Play eher für so Kategorien sind. Oh, ich will jetzt erst mit dir sprechen.
Was hast du zu berichten? Der Planet, der über dem Turm schwebt. Wie gelangt man wohl an diesen hohen Ort? Gucken wir mal. Vielleicht damit. Ich glaube ja nicht, aber gut, damit kommen wir zurück. Sehr schön. Müssen wir nicht hinschwimmen. So, jetzt einfach die Festung einfach besteigen. Besiegeln. Besser sein als der Turm. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Okay, dann siehst du mich halt doch. So. Also da oben ist unser Ziel. Davon getroffen werden müssen wir halt wieder von unten anfangen. Wir werden nicht ins Aus katapultiert, keine Angst. Oh, hast du was zu erzählen? Der Wasserdruck spielt verrückt. Kannst du ihn nicht mit diesem Ventil abstellen? Ja, doch, das Ventil. Dieses Ventil einfach drain, aber ich glaube, als erstes möchte ich da hoch. Ich sagte, als erstes möchte ich da hoch. Danke. Und drehen. So, Wasserdruck deaktiviert. Als nächstes kommen die Schrauben. Zack. Erste Schraube, damit aktivieren wir diesen Tor, dass er sich wieder dreht. Ja, Sparky. Der Sparky. Warum die auch überhaupt lächeln? Mir bis heute unklar. Weiß das jemand? Findet ihr es lustig, da jemanden zu schocken? Ja, klasse. Vielleicht finden sie es wirklich witzig, jemanden zu schocken. Kann ja sein. Hallo? Was gibt's denn alles für Leute? Bestimmt gibt's Leute auch, die lustig finden, jemanden anders zu stromschocken. So. Ja. Da lang. Immer weiter geradeaus. Da ist der Letzte. Da ist der Letzte. Tata. Nee. Oh. Hoppsala. Das war doch nicht der Letzte. Ich dachte, das war der Letzte. Normalerweise. Egal. Wir drehen uns einmal auf den Kreis. Obwohl, nee. Nee. Der ist da drauf. Der Letzte. Wow. Ja, da ist er. Zack. Bumm. So, und dann aktiviert sich nur ein läppischer Stern. Gott sei Dank nicht. Zwei. So, das Ding können wir leider nicht zerstören. Also ich weiß nicht, wie man das zerstört. Aber okay. So, hier gibt es nochmal eine Schraube. Eine Schraube. Nämlich die hier. Und die entschrauben wir mal. Und so entsteht dann dieser kleine Planet, der aus halb Wasser, halb, ja, ich weiß nicht, was das ist, besteht. Und da drin ist der Stern. Der Stern der Marienfestung. Und damit haben wir diese Mission auch gemeistert. Die Marienfestung gemeistert. Galaxy komplett, 14 Münzen. Und dann gehen wir mal wieder auf Speichern. Und wir hören und sehen uns bestimmt morgen wieder. Schaltet wieder ein zu Luigi Galaxy. Also, bis dann und tschüss.